aufgegeben. Und es wird nur noch als Fanprojekt weitergeführt. Und da gibt es einfach schöne Videos zu. Und Leute, wer Minecraft mag, sollte mal Outcast gesehen haben, zumindest als Let's Play. Als kleine Geschichtslektion, wie man den Open World Spiele generiert mit schöner Storyline und schönen Wasserreflexionen auf einer Voxel Engine. Und hatte es zerstörbare Welten? Ich glaube nicht. Nein, es war keine zerstörbare Voxel Engine. Also, wenn man irgendwo was in die Luft gejagt hat, dann waren da ein paar Dinge weg, aber die Landschaft blieb so. Das lag aber auch daran, dass die generierte Karte sehr mit der Storyline zusammenhing. Man konnte nicht einfach Gebäude zerstören. Leider. Aber man konnte ordentlich Sachen sammeln, rumtauchen, rumrennen ohne Ende. Man konnte ein Moor-Vogel-ähnliches Chocobo-Vieh reiten. Es hatte nicht ganz so viele gelbe Federn, aber sah doch sehr ähnlich aus, so wie ein Chocobo. Und durch Stargate-artige Portale zwischen verschiedenen Karten teleportieren. Und was ich besonders gut fand bei Outcast, ist die künstliche Intelligenz. Es gab bei Outcast eine derzeit überragende künstliche Intelligenz, die es wirklich schafft, in Gruppen zu agieren, Gruppen zu bilden an Gegnern, und die Gruppen haben verschiedene Waffen und benutzen diese Waffen korrekt und lenken dich tatsächlich ab und umzingeln dich, sodass Nahkämpfer um die Ecke warten, lange Zeit, während ein Sniper in Position geht und gleichzeitig eine Gruppe dich von hinten ambusht und überrascht. Ein paar schnelle Einheiten, da muss man auf die Flanke achten dauernd. Man kann nicht dauernd warten in Outcast. Man wird umzingelt und man kann nicht snipen. Gegen künstliche Intelligenz, die messert einen in Outcast. In einem Spiel von 2001, 2002 war das, glaube ich, wird man als Sniper von künstlicher Intelligenz gemessert. Da können sich viele Modern Warfare Spiele noch was von abschneiden. Da gibt es viel zu viele Ego-Shooter, in denen Sniper-Waffen einfach zu stark sind. Oh ja, Counter-Strike gehört auch dazu. Sniper-Waffen in Counter-Strike sind einfach lächerlich stark. Es gehört zum Spielmechanismus dazu, aber es hat mich an Counter-Strike immer aufgeregt. Wobei, Counter-Strike, Minecraft-Mods. Es gibt Counter-Strike-Waffen in Minecraft. Wer das haben will, viel Spaß damit. Es gab auch genug Leute, die haben schon DDoS 2 in Minecraft nachgebaut. Auf dem Reddit-Server, auf einem älteren, so 1.4er Minecraft-Version, gab es DDoS 2, glaube ich, nachgebaut. Und man kann sich das auch runterladen als Karte irgendwo. Man muss es suchen. Reddit-Server-Karte. Es gibt mittlerweile eine neue Karte, weil die Weltgeneration sich verändert hat, weil die Karte auch ziemlich voll war und die Leute nur noch gigantische Glaskuppeln gebaut haben. Was auf Dauer dann auch die Karte etwas eintönig aussieht. Ich meine, das ist kein SimCity 2000, wo irgendwann alles voll Arkologien ist, sondern das ist Minecraft, wo man wesentlich kreativere Penisse in die Wand setzen kann. Ja, Penisse gab es auch auf dem Reddit-Server, aber nicht ganz so viele. Okay, Penisse habe ich auch dank meiner Wall City Modifikation hier überall im Untergrund. Diese ganzen Obsidian-Dildos, wie ich sie nenne. Was mache ich hier? Ich grab schon wieder an einer dummen Wand rum. Aber diese Wand mache ich jetzt mal einheitlich aus Erde. Diese ganze Stufe ist jetzt mit Gras zugewachsen, so wie ich das erwarte. Von einer schönen Steilwand. Und hier gibt es noch mehr Cobblestone. Na. Und dann packe ich mein Geld mal wieder zurück und bereite eine weitere Expedition in Dungeons vor. Ich muss auch mal wieder Java neu starten, denn es ruckelt mir wieder etwas zu viel. Ist auch schön durch Musik und lange relativ unverbunden zu Minecraft, meine ich jetzt, Dialoge mit euch. Es ist ja mehr ein Monolog. Komm her, jetzt ruckel nicht, es lenkt nur zu sehr ab von meinem Gesprächsthema. Los,
von Minecraft-Krempel und weniger mit Minecraft zu tun haben, im Krempel zu reden, lenkt doch stark von der Monotonie ab, die man beim Bauen hat. Nicht wahr? Nicht wahr? Nicht wahr? Egal. Ab ins Bett. Natürlich, ich starte einfach eine neue Episode, um Roy und Ken das Schild hier zu setzen. Sie können nur nachts schlafen, aber so habe ich schon eine Episode genannt. Was ist denn jetzt los? Okay, dringend stoppen. Es ruckelt zu sehr. Safe and quit to title. Bye bye.